Prez. Prez. What's the password? Come on, bro. Yo, you got the stuff? Dang, let me in. Oh. Do this, man. All right, man. Worked so hard to get this. Set it up. Y'all have been waiting all day to play this. Mm-hmm. Go. You ready to get beat? You can't even play with yourself. How you think you're going to beat me, bro? Come on, man. Keep talking trash. Please. I don't even wait till my rating goes up. 65? 65? Are you kidding me? Way higher than that. Oh, set an alarm, man, because if we don't, I'm going to play all day. All right. Hold up. Good idea. Good idea. Good look. All right. All right. Here we go. All right, Prez, we got to talk shoes. Let's talk shoes. Yeah. All right, we've had preliminary conversations, mm-hmm. but now it's time to make a choice. You know, we got to figure out what we're going to do, where we're going to go. All right, so am I going to get my own shoe? Of course you're going to get your own shoe. I mean, you're the Prez. We'll get you like the presidential suite or something. I don't know. I'd rather weigh my options, see what's out there. Okay. All right. Hey, options are open. Just, you know, got to make a choice. You know what I was thinking about, man, was just going to social media. Once the options come in, see what we're working with, post it online. I'm the president, after all. Public okay. servant. Got to see what the people want to do. Okay. Democracy. Constitution. I like that. I like that. You got a lot of momentum going right now, so we can use that as leverage, you know? We can use it as like... Bruce, man, I'm lucky to even be on the team. All right? If it happens, then... Hey, it's when it happens. Because it's happening. I mean, things are going on right now. Like, as we speak, it's happening. Like... As we sit here, right? It's boom. It's happening. Did you feel that? Because I felt something. What was that? My phone ringing? Because bam. It's happening. All right. It's happening. So, hey, show me the menu. Show me some options. And we'll go from there. All right. You're humble. I like that. I can sell that. So, I'll go out and I'll get all the details. And I'll bring you back the best options. Sounds good. Hey, you know what sounds better? Pennies in the piggy bank. Am I right? Pennies in the piggy bank. Bigs, bucks, Bruce. Yeah. Thanks, man. Ja, das war unser Agent. Let's talk shoes. Egal, Nachrichten. Bruce natürlich. Nee, wir gucken erst die Mom an. Was die schreibt. Und ihr könnt einfach lesen kurz. Das sind ja kleine Text-Messages. Und ja, wir haben unser erstes Spiel in der letzten Folge gehabt und es ist leider eine Niederlage gehabt. Wir haben auch nur die erste Hälfte gespielt, also nicht krass, aber wir haben 14 Punkte gemacht, ja, immerhin. Und ja, unsere Mutter outet sich hier gerade als KD-Fan, ja, warum auch immer. Ja, ist ein bescheidener Mensch. Also was heißt bescheiden, aber guter Mensch, ne? Und sehr guter Basketballspieler, nicht zu vergessen. Ah, naja. Ja, wir talken ein bisschen mit unserer Mutter. Ja, sie schreiben wir ab, sie liebt, ne, ist klar. Guter Sohn. Talken noch ein bisschen mit Bruce. Ja. Was er zu sagen hat. Wollte Bescheid geben. Zu was. Ja. Irgendwelche Business-Sachen, natürlich. Endorsements und so. Alles was dazugehört. Also alles, was ein bisschen Kohle bringt. So Werbungen und so. Verträge, Werbungsverträge etc. Erstmal mit kleinem lokalem Zeug und dann größeres Balding. Stance und so weiter und so fort. Nike. Alles, was dazugehört. Wie auch immer. Wir gehen jedenfalls mal in den Gym und arbeiten ein bisschen an uns. Dachte ich mir. Justice, you can't keep doing this, man. What's up, bro? Talking about getting to the gym before me. Nah, I can't have you in the gym before me. Oh, yeah? Yeah, man. All right, so what you working on today? I'm working on... All right, yeah, now you catching on. I'm working on handles. Yeah? In and out. Top of the key, all the way down to the baseline. Ja, und da spielen wir ein bisschen Schlagtit Pro. Und zwar von der Mitteldistanz. Er wirft mir den Ball zu, ich muss 7 Punkte machen. Ja, wenn ich treffe, immer nur plus 1. Wenn ich verschieße, dann immer... Dann geht's minus 2. Also daneben minus 2, drin plus 1. Und ich habe 2 Minuten, glaube ich, dafür Zeit. So, und ich muss immer von dem... hier aus werfen.
Und ich muss da oben die Anzeige natürlich ja auch füllen, das wisst ihr ja aus den letzten Folgen, dass das immer sein muss, damit man immer schön Attributserhöhungen bekommt. Jetzt nur nicht um bei plus 2, weil ich am Anfang ein bisschen verkackt habe. Plus 3. Komm, Justice. Komm schon. Sehr schön. Dreier muss ich noch. Sehr schön. Und noch ein. Sehr schön. Dann gibt es Bronze. Egal. Hauptsache, wir haben ein bisschen Training gemacht. Ja, ein bisschen Workout. So, was kommt als nächstes? Gar nicht, nämlich eine Zwischensequenz. Yo, that was harder than most practices. I'm gonna let you in on a little secret. I don't get tired. All right. Well, shoot, I need that gym, man. I am cooked. I'm a gym rat, too. So whenever you want to get in here and get a real workout in, you let me know. Yeah? Yeah. Shoot, man, I feel like we got off on the wrong foot. And we should hang or something, get some food sometime. I'm gonna be honest with you, Prez. It's hard hanging out around you. Hey, what? I did 4 years of college and I barely snuck in the first round. It's hard to see my limitations manifested in you. That's real. See, growing up, I used to always want to be like my high school coach. My dad used to say, and then what? And then what? What? Yeah, you know, like life isn't a video game. I achieved my goal, and then what? I made it to the NBA, and then what? See, that's what I try to focus on, the then what. And that's not bad. I'm gonna try to keep that in mind. Cool. Where you wanna go eat? Tacos. Tacos, cool. Let's get it. Ja, jedenfalls müssen wir noch ein bisschen mehr Training machen. Wir sind noch nicht ganz durch. Ein bisschen sprinten hier. Naja, was heißt sprinten? Ein bisschen Linienläufe, ne? Einfach mal ein bisschen laufen von der einen Seite zur anderen. Ja. Nichts Besonderes hier. Und dann nochmal ein Gym. Ein bisschen Agilitätstraining hier mit dieser Leiter. Ja, wenn ich es nicht verkacke. Jedenfalls kriegen wir plus 1 Einsatz und jetzt sind wir raus und jetzt tun wir nochmal einen Talk mit Coach, mit dem Assistant Coach, ja, Coach Brubaker. Ein bisschen hat bemerkt, dass wir noch in der Halle waren, extra Training gemacht haben, ein bisschen Workout gemacht haben. Ja, findet er natürlich gut. Ja. Findet er gut, dass wir ein bisschen Workout gemacht haben. Ja. An sich war es das auch schon. Wir sind am Ende der Folge schon. Schon 8,5 Minuten vorbei. Ja, und würde mich auf jeden Fall schon mal bedanken fürs Ansehen der Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt vielleicht noch abonnieren, kommentieren, liken, teilen auf sozialen Netzwerken, was auch immer ihr wollt. Wir reden jetzt hier noch mit Justice. Justice, unser Boy. Ja, cooler Typ, mögen wir, können mit ihm noch viel erreichen. Ja, jedenfalls könnt ihr das alles machen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten ja, kann ich nur sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.